Kreibacher Industrie AG. Projekt: Neue Wärmedämmschichten für hocheffiziente Flugzeugtriebwerke. Mit dem jährlich steigenden Aufkommen von Flügen ist auch die Umwelt immer größeren Belastungen ausgesetzt. Eine Effizienzsteigerung der Triebwerke würde dieser Entwicklung Einhalt gebieten. Dass Kärntner Traditionsunternehmern Treibacher Industrie AG, bereits seit den 90er Jahren Weltmarktführer bei Facecoat-Materialien, arbeitet mit Kunden laufend an der Optimierung moderner Triebwerke. Im Zuge eines 5 Jahre dauernden Forschungs- und Entwicklungsprojekts konnte eine weltweit neuartige Wärmedämmschicht für Flugzeugtriebwerke entwickelt werden. Diese basiert auf 2 Neuerungen. Grundlage bildet eine eigens entwickelte Suspension zur Wärmedämmbeschichtung. Unsere Suspension ist ein Gemisch aus einem Lösungsmittel und ganz feinen 0,5 Mikrometer großen Partikeln, die aus einem ursprünglichen großen Schmelzblock gewonnen wurden. Diese Suspension wird auf die Triebwerksschaufeln mit dem speziell entwickelten Treibacher Suspensionsplasma-Spritzverfahren aufgebracht. Beim Suspensionsplasmaspritzen wird unser Produkt in eine mehrere tausend Grad heiße Flamme eingesprüht. Unser Produkt legt sich dann als Wärmedämmschicht auf der Turbinenschaufel nieder. Dadurch wird die Einsatztemperatur der Flugzeugturbine erhöht. Unsere neu entwickelte Suspension zeichnet sich durch eine ausgezeichnete Lagerstabilität aus und durch eine extrem hohe Reinheit, wie sie von der Luftfahrt gefordert wird. Durch diese Entwicklung können Flugzeugtriebwerke bei viel höheren Temperaturen betrieben werden. Dadurch ist eine Effizienzsteigerung möglich und eine Treibstoffeinsparung von bis zu 15%. Und das Beste daran ist, es kann das klimaschädliche CO2 eingespart werden. Unsere Vision ist es, sich von einem Commodity-Hersteller hin zu einem Markt- und Technologieführer für hochspezifische keramische Pulver für die Automotive, die medizintechnische und die Luftfahrtindustrie zu entwickeln. Vision. Aufbauend auf unseren Stärken, sich ständig weiterzuentwickeln. Innovation. Neue Produkte zu schaffen, die der Menschheit Nutzen bringen. Herausforderung. Die ersten 99% sind leicht zu schaffen. Das letzte Prozent ist meist extrem schwierig. Mit dieser Entwicklung ist es Treibacher gelungen, als First Mover die Basis für einen langen Produktlebenszyklus in einer neuen Triebwerksgeneration zu legen.